Willkommen zurück zu Mafia 3. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle erstmal für die Ruckler in den letzten Folgen, ja, 5, 6 Folgen waren es bestimmt, während der Autofahrten entschuldigen. Hey Ich Lincoln, bin jetzt. irgendeine Ahnung, was mit Greco passiert ist? Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen runtergestellt. Ich nehme jetzt mal kurz die paar Minütchen, das zu erklären. Ich habe vorher eine Auflösung von 3200 mal 1800, glaube, aufgenommen. Und ich habe das Ganze auf 2504, nee, 2560 mal 1440 runter reduziert. Die Qualität der letzten Folgen sah zwar jetzt so in den Einzelpassagen sehr gut aus, aber dafür haben die Fahrten nicht funktioniert. Das teste ich jetzt in dieser Folge noch einmal. Sollte das hier jetzt auch wieder so nicht so geil sein, würde ich zur kommenden Folge wieder auf 1080p runtergehen, auf die normale Full HD-Lösung. Dann sieht es ein bisschen grisseliger auf YouTube aus, aber meh, ist dann halt so. So, wir haben noch eine Fahrt vor uns. Wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt schon hier wieder in River Row bin, genau aus dem Grund, ich habe ein bisschen getestet mit dem Autofahren und möchte jetzt mal gucken, wie sich das. Ja, bei 1080p würde es auf jeden Fall gehen. Aber ich will jetzt einmal wissen, wie es bei 1440 ist. Zumindest sieht es schon mal ganz ordentlich aus. Ich lasse mich mal überraschen. Es tut mir wirklich leid, dass da so eine Inkonstanz aufgetreten ist, die letzten Folgen. Aber ich will so lang so ein bisschen an das vernünftige Mittelmaß. Es ist jetzt schon mal immer in aller Hand, dass ich auf 60, auf konstant eigentlich fast 60 FPS komme. Könnte jemand eine Dusche vertragen? Woher kam das denn? Naja. Ja, so ein bisschen hängen tut es. Ich schaue mir das hier nochmal an und wenn das auch wieder zu große Auswürfe hat, stellen wir in der kommenden Folge nochmal alles runter. Die Einzelpassagen, die haben eigentlich richtig gut geklappt. Ohne Fahrt, ja, die Fahrt hängt immer noch ein bisschen. Gut, müssen wir jetzt diese Folge nochmal durch. Wir sollten sowieso diese Folge nur nach der Fahrt nur zu Fußpassagen haben. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Ich hatte getestet, mit 1080p läuft es auf jeden Fall flüssig. Aber ich möchte ja doch schon so ein bisschen. Man muss die Auflösung meistens so ein bisschen höher ansetzen, idealerweise. Damit YouTube eine bessere Codierung vornimmt. Weil natürlich wird das Video durch YouTube ja nochmal stark nach unten gezogen. Wenn ich sehe, wie die Videos lokal aussehen und wie sie hinterher auf YouTube aussehen. Ja. Aber man versucht das Beste daraus zu machen. So, genug erzählt. Wir versuchen es erneut. Hier waren wir noch gar nicht in diesem Eingang, ne? Na, das probieren wir mal. Guck mir das mal an. Wer kommt? Etwas zu viel Grün hier für meinen Geschmack. Stimmt was ganz und gar nicht. Tja, komm hier hin. Kommt der hier hin? Hoffentlich ist das da vorne, sind das da vorne $500, dann wären wir schon durch. Er kommt auch hier hin. Top. Tip top, komm.
Müssen mal ein bisschen gucken, dass wir hier jetzt nicht großartig erkannt werden. Gut, 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 gut. Scheiße. Bin komplett in die falsche Richtung gegangen. Ganz schnell weg hier. Ja, jetzt sollen wir zum Schwarzbrennerlager fahren. Alles klar, genau. Erst fahren wir mal ein bisschen weg hier von dem Ort. Die Leute sind nicht mehr auf der Suche, das ist gut. Ich würde nämlich jetzt erstmal aufstocken. Bisschen Geld wieder beiseite schaffen. Schick mal jemanden nach Point Verdun, der mir und dann ein paar Waffen kaufen. Etwas Geduld, bin sofort da. Dass wir so ein bisschen vorsorgen. In Ordnung. Nee, du verlierst das. Was wickeln wir heute? Nice, wir haben endlich die Fahrzeuglieferung. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Telefonvermittlung. Warte mal. Jennifer Clicks Morn hat die Möglichkeit, Telefone für kurze Zeit abzuschalten. Oh. Einen Gefallen? Hier haben wir auch einen Gefallen. Okay. Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Bin gleich da. Okay, den können wir zerstören. Das ist dieser komische Wagenkampf, den wir da noch starten können, aber ja. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Sag mir mal, was du so viel brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Erstmal Munition wieder auffüllen. Kaufe ich die? Nee. Sehe ich noch nicht so den Bedarf für. Gut. Und dann auf zum Schwarzbrennereilager. Zum Schwarzbrennerlager, so heißt es. Dass wir das noch schaffen heute. Hoffe ich zumindest mal. Machen wir auch wieder eine lange Fahrt vor uns. Aber es läuft ein bisschen besser, das finde ich gut. Um nochmal auf die technische Seite zu gehen. Versuch halt so idealerweise langsam das Mittelmaß zu finden. Und deswegen versuche ich das so Folge für Folge so ein bisschen anzupassen. Östliches Brennerlager, Brennereilager. Wir müssen gleich vorher noch eine Spritze nehmen, sehe ich gerade. Weil wir nur noch einen Gesundheitsbalken haben. Aber das soll uns nicht stören.
So, und jetzt geht's wieder schön in die Pampa. In den Arsch von New Bordeaux. Ich glaube, ich lasse das so. Wir gucken mal, wie sich das in den nächsten Folgen entwickelt. Wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn ihr abschaltet, weil es halt zu sehr ruckelt. Wenn einer überhaupt so weit guckt. Naja, ich sehe die Viewtime. Ist aber nicht schlimm. Das ist ja auch hauptsächlich, weil ich dieses Spiel durchhaben möchte. Auf diesem Kanal. Ne? So. Aber natürlich könnt ihr mir gerne Feedback geben, wie das aussieht, ob das so in Ordnung ist. Also ich kann es verstehen, wenn es nicht ist, weil so ein bisschen zieht es noch hinterher bei den Fahrten. So, und so langsam sollten wir ankommen. Das gibt dem Schwarzgebrannten das gewisse Extra. Das Zeug hat mich halt blind gemacht. Okay, dann kannst du ja noch mit einem Auge gucken. Mehr oder weniger. Serpentin? Beruhig dich, Sir. Das ist richtig guter Stoff, Mann. Erste Sahne, verdammt. Wir kriegen auf jeden Fall gut Geld mit. Was davon ab. Ein Kanister Hochoktaniges. Ich glaube, wir haben Ärger. Hierhin, Kollege. Das Zeug hat mich halt blind gemacht. Okay, dann kannst du ja noch mit einem Auge gucken. Serpentin? Beruhig dich, Sohn. Es gibt dem Schwarzgebrannten das gewisse Extra. Füll mir mal ein bisschen was davon ab. Ein Kanister Hochoktaniges. Eichhörnchen war das nicht. Komm. Das ist richtig guter Stoff, Mann. Erste Sahne. Nimm mir mal ein bisschen was davon ab. Ein Kanister Hochoktaniges. Serpentin? Beruhig dich, Sir. Gut, das hat sich schnell erledigt. Was nehmen wir denn mit? Nehmen wir das Auto?
Ah, ich denk mal. Und wir fahren zu Nicky Burke. Das ging doch relativ schnell. Mal einmal konzentriert zu Ende gespielt, hätte ich jetzt fast gesagt. So. Das ist leider wieder so ein relativ langer Weg, aber gut. Versuchen wir es diesmal zu überbrücken. Ich weiß, ich bin bei den Fahrten in letzter Zeit immer etwas leise, aber ja. Viel zu erzählen habe ich auch auf diesem Wege nicht. Außer, dass wir bei der beim Schwarzbrennergeschäft weiterkommen. Mal einen Auftrag vernünftig gespielt haben. Ja. Dass ich eine ganze Weile unfallfrei bin. Hier in diesem Spiel. Schon seit mindestens 16 Minuten. Das gilt nicht als Unfall. Haben wir das Schwarzbrennergeschäft schon und dann müssen wir noch mit dem anderen Kerl reden. Vielleicht machen wir das heute auch noch. Boah. Das war sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Einmal noch über die Brücke müssen wir noch, ne? Jo. Dann haben wir den ersten Teil von Point Verdant schon. Dann müssen wir noch das eine Geschäft. Ich will jetzt mal kurz gucken, was das ist. Sorry. Hier. Das ist das Schutzgeld. Das müssen wir dann auch noch. Und dann haben wir so die Grundlage für das weitere Spiel schon mal. Weil dann haben wir unsere drei Unterbosse fertig, jeder hat einen Bezirk und dann geht das Verteilen hinterher los. Ich werde versuchen, weitestgehend das gleichmäßig aufzuteilen. Man könnte gewisse Story-Elemente freischalten, wenn man jetzt alle Bezirke nur einem gibt, aber das mache ich nicht. Erklärung folgt im Laufe des weiteren Projekts. Was? Nein, warum mache ich das? Warum mache ich das? Ich habe irgendwie diesen Pfeil gesehen und habe gedacht, ich müsste da abbiegen. Alter, wie Brain AFK kann man sein? Aufpassen, aber Krokodile sollten hier eigentlich nicht sein. Das halbe Hollow zu. Ich wollte gerade erst mal überlegen, ob ich den Gefallen einlöse für diesen Quatsch, aber es zeigt sich gut, dass ich es nicht gemacht habe. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Wartet mal. Habe ich alles?
bezüglich diesem Geschäft? Ich gehe davon aus, ja. Ja. Du hast Karls Aufmerksamkeit. Er ist in der Sweetwater-Brennerei. Irgendeine Idee, was mich da drin erwartet? Er ist so ein Sumpfheini, völlig ballerballer. Was glaubst du, wie der reagiert? Trotzdem könnte es sich lohnen, ihn in der Nähe zu behalten. Keiner kennt das Bayou so gut wie er. Ich schulde dir was, Nicky. Das kannst du laut sagen. Wer was wartet auf dich? Bin mal gespannt, wie du mit ihm klarkommst. Konfrontiere Karl Bevers. Den Fall müssen wir mal versuchen zu rekrutieren. Also den würde ich jetzt nicht ausschalten wie den letzten Kollegen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. So, das war's mit der Folge, in der wir die Lagepläne gestohlen haben und die Schwarzbrennerei im Bayou ausgeknipst haben, ausgebrannt haben, wie ihr es auch immer möchtet. Nun können wir uns das Geschäft krallen. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Links die letzte Folge, rechts ein random Video. In der Mitte könnt ihr abonnieren. Und bis dahin. Tschüss.